Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir Windows Vista dazu bringen, beide Prozessorkerne zu benutzen, beziehungsweise alle vier Prozessorkerne, wenn unser Prozessor denn überhaupt mehr als einen Kern hat. Ja, also wenn Sie einen Dual-Core oder einen Quad-Core-Prozessor in Ihrem Rechner haben, interessiert das Windows Vista beim Booten überhaupt nicht. Windows Vista benutzt beim Booten immer nur einen Kern, beziehungsweise einen Prozessor. Das können wir aber ändern, indem wir auf den Startbutton klicken, dann einfach msconfig.exe eingeben, dann in der Systemkonfiguration den Tab Start anwählen, dann den Button Erweiterte Optionen anwählen und dann haben wir hier unsere Prozessoranzahl für die erweiterten Startoptionen. Klicken wir einfach rein und dann können wir hier, ich habe hier einen Dual-Core-Prozessor und deswegen kann ich hier angeben, dass beide Prozessoren benutzt werden sollen. Klicken wir auf OK, klicken wir auf Übernehmen. Okay, und dass das funktioniert hat, sehen wir natürlich erst beim nächsten Booten. Okay.